herzlich willkommen zu einem neuen Video. Momentan noch ohne Handschuhe, weil ich euch erst kurz was erzählen möchte, was wir hier machen. Und dann legen wir los. Also, ich habe hier ein ganz, ganz tolles Holzbrett. Das ist ein, wie kriege ich das jetzt in die Kamera? Ihr seht schon, ein ziemlich großes Ding. Und zwar ist das ein Schneidbrett von IKEA. Das nennt sich Appetitlik. Ich finde die Namen bei IKEA ja immer total grandios. Also Appetitlik. Und es hat so schöne abgerundete, also so schräge Kanten, dass man schön auch das nachher hochnehmen kann. Das fand ich also ganz spannend. Ich war nämlich mit meiner Tochter bei IKEA für ein Kleiderschranksystem und habe in dieser Ausstellung das Teil gefunden und dachte, das probieren wir aus. Und wir machen hier ein Meer hin. Habt ihr bestimmt auch schon Videos zu gesehen. Ich wollte das ausprobieren, hier ein Meeresteil zu machen. Und ich fand die Größe von dem Brett super, weil wenn ich diesen, ich sag mal so ein Drittel mehr mache, habe ich immer noch so eine große Fläche. Könnt ihr das sehen? Nee, könnt ihr nicht sehen. Also auf jeden Fall eine ziemlich große Fläche, die man wirklich nutzen kann. Es gibt Harze, die sind zertifiziert lebensmittelecht. Aber hier werfe ich mal ein großes Aber in den Raum. Nur wenn man das Mischungsverhältnis zu 1000% einhält und sobald man Farben hinzufügt, ist dieses Zertifikat im Grunde genommen hinfällig, weil die Farben nicht lebensmittelecht sind, also nicht zertifiziert. Ich bin aber der Meinung, wenn Harz gut ausgehärtet ist, ist es unbedenklich. Wir benutzen auch Tupperboxen. Darf man das jetzt so sagen? Das ist also keine Werbung, aber das ist dieser, genauso dieser Begriff wie Tempo. Also Plastikbehältnisse, Plastikflaschen, Plastikmesser beim Grillen und. Und dementsprechend glaube ich, ist das alles unbedenklich. Außerdem haben wir hier eine große Fläche, die genutzt werden kann, wo kein Harz drauf ist. Das war der Hintergrund, warum ich dieses Brett von der Größe toll fand. So, dann das nächste ist, ich habe hier in meinem Keller aktuell wieder 72% Luftfeuchtigkeit. Harz ist ja bei Luftfeuchtigkeit leider Gottes ein bisschen anfällig für Schlieren, weil in dem Aushärtungsprozess des Harzes das Harz mit der Luftfeuchtigkeit reagiert und es damit sehr, sehr schnell zu Schlierenbildung kommt. Gilt für alle Harze im Grunde genommen, das ist immer ein Problem. Und ich habe mein großes Wandbild gemacht oder angefangen und habe zwar das Harz erstmal auch noch stehen lassen, bis es eine gewisse Wärme hat und ich habe trotzdem Schlieren gekriegt. Also das ist etwas schwierig. Ich benutze für solche Bilder ja immer gerne das Honey Resin. Ich empfehle ja auch sowieso die Dipon-Produkte weiter, weil ich die ganz, ganz toll finde. Da bin ich mit allen Harzsystemen super zufrieden. Habe aber, wie gesagt, momentan das Problem mit der Luftfeuchtigkeit. Jetzt war die liebe Stefanie Etter so lieb und hat mir einmal das Mastercast zugeschickt, dass ich das mal testen kann. Und ich möchte jetzt einfach mal, weil ich zwar Brand Ambassador von Dipon bin und das auch von Herzen und auch die Produkte nach wie vor empfehle, nichtsdestotrotz bin ich neugierig und möchte natürlich auch mehr ausprobieren und mehr testen, um Vorteile, Nachteile, was auch immer zu erzählen oder erzählen zu können und auch natürlich mehr Tipps geben zu können für alle Anfänger, Fortgeschrittene, wie auch immer. Vorab schon mal, also wir werden testen, ich werde euch dann natürlich meine Meinung auch dazu sagen. Vorab aber schon mal als Info, das Honey Resin hat eine Konsistenz wie Honig, deswegen heißt es so, und hat eine Bearbeitungszeit von 60 bis 70 Minuten bei 23 Grad. Das bedeutet, das ist für alle Anfänger super, weil ihr rührt 5 bis 6 Minuten, da muss man sich die Farben anmischen. Es gehen locker 10 bis 15 Minuten ins Land, bis man überhaupt erstmal so weit ist, dass man anfangen kann. Wenn nicht sogar, je nachdem, was man macht, ein bisschen mehr. Wenn man nur eine Bearbeitungszeit wie hier von 30 Minuten hat, ist das für Anfänger oder kann es für Anfänger ein bisschen tricky werden. Weil wenn man schon 15 bis 20 Minuten verschwendet sozusagen, muss man in 10 Minuten fertig sein. Und das ist am Anfang, finde ich, also wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, hätte mich das extrem unter Druck gesetzt. Deswegen finde ich einen ganz positiven Effekt beim Honey Resin, die lange Bearbeitungszeit. Der Nachteil ist allerdings hier natürlich die Schlierenbildung bei hoher Luftfeuchtigkeit, weil es eben so lange braucht, bis es aushärtet. Aus diesem Grund wollte ich für dieses Bild, ich nenne es jetzt mal Bild, das Mastercast mal ausprobieren, weil, wie gesagt, Bearbeitungszeit 30 Minuten, sprich es reagiert wesentlich schneller, härtet schneller aus und dementsprechend soll es nicht so anfällig sein für Schlierenbildung. Das wollte ich auf jeden Fall mal testen und es soll super sein in Kombination mit dem Resitint Max Titanium White für die Zellenbildung bei Meeresbildern. Und da ich bisher meine immer mit Dipon gemacht habe und auch schöne Zellen hingekriegt habe bisher,
wollte ich einfach mal den Vergleich sehen. So, und damit wir jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, habe ich auch noch die Resi-Tint-Farbe Ultramarin als dunkelblau und einmal Resi-Tint Teal Temptation in einem Türkis. Da muss ich gucken, ich habe jetzt, es gibt auch noch so einen helleren Ton. Da muss ich jetzt schauen, ob ich da nachher ein bisschen Weiß reinmische, um das Ganze heller zu kriegen oder einfach ein bisschen transparenter mache. Das weiß ich noch nicht. Wir machen auf jeden Fall dunkel, mittel, hell und dann kommt quasi die Welle, die wir drüber pusten. So, das ist der Plan. Und dann gibt es danach natürlich den ausführlichen Bericht, wie ich damit klarkomme. Das Mastercast ist noch zähflüssiger als das Honey Resin, sprich natürlich auch wesentlich anfälliger für Blasen. Und da ich ja immer so eine kleine Potsau bin beim Rühren, also ich spiele ja irgendwie so ein kleiner Mixer, ich rühre unheimlich gerne Blasen rein, bin ich mal gespannt, wie ich damit klarkomme, ob ich das Ding total durch und durch mit Blasen durchsetze oder ob es irgendwie hinhaut. Wir probieren es aus, ich bin sehr gespannt. Das ist also der Plan und ich würde sagen, legen wir los. So, wir legen los. Ich hoffe, das Licht ist soweit okay. Ich habe immer das Gefühl, dass es hier relativ dunkel ist. Ich habe mir jetzt ganz vorsichtig das Mastercast angerührt. Es ist tatsächlich echt dick, etwas dickflüssiger als das Honey Resin. Erinnert mich an mein Honey Resin im Winter, wenn es bei mir im Keller 15 Grad ungefähr sind. Langsam rühren. Denkt immer beim Rühren dran, schön auch die Seiten ab, so richtig schön lang zu kratzen. Den Boden, damit ihr wirklich alle Bestandteile ordentlich vermischt habt. Ich habe es natürlich wieder geschafft und ordentlich Bläschen eingerührt. Da ich damit aber nichts gieße, sondern wir ja das Strandbild machen, ist das, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. So, jetzt verteile ich erstmal so ein bisschen auf meine einzelnen Becherchen. Weiß brauchen wir noch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel ich brauche. Ein bisschen klar brauche ich noch. Hier kann noch ein bisschen für Blau rein. Ich weiß auch nicht, ob meine Menge passt. Das habe ich jetzt einfach mal so geschätzt. So, und hier ist jetzt noch ein bisschen was im Becherchen drin. Reicht das als klar? So können wir es lassen. Ich nehme hier ein ganz bisschen noch mal raus. So. Natürlich immer auf die Uhrzeit achten. Ich habe euch ja gesagt, halbe Stunde ungefähr habt ihr Bearbeitungszeit. Und jetzt mixen wir einmal unsere Farben. Einmal das Aquamarin. Ich möchte die Farben schon etwas deckend haben. Die sind sehr gut pigmentiert. Ja, ich benutze sonst die Dipon-Farben. Dipon bringt ja gerade erst Farbpasten nach und nach raus. Also ohne Glitzer, ohne Schnickschnack. Und deswegen hatte ich mir dieses Blau hier mal geholt, weil ich was Blaues brauchte, ohne Glitzer drin. Und da sind die Farben hier natürlich echt schön. Ich glaube, ihr könnt das in der Kamera, sieht es erst nur dunkel aus, aber ihr werdet es gleich sehen. So, dann brauche ich noch ein Stäbchen hier. Ich habe keine Stäbchen mehr da. Super Vorbereitung. Hier ist noch eins, das Teal Temptation. So, dann gucken wir uns die mal an. Das ist ein ganz dunkles Türkis. Und dann machen wir in die letzte Farbe ein bisschen, ich muss mal ganz gucken, mein Stäbchen ist hier festgeklebt, ein ganz bisschen Teal Temptation nur. Also ihr könnt die von transparent bis deckend mixen. Und in diese Farbe mache ich ein ganz klein bisschen Weiß, um das Ganze ein bisschen heller zu kriegen. Jetzt nehme ich aber erstmal mein Weiß für den Strand. Das muss ein schönes deckendes Weiß geben, weil wenn ihr diese Wasserlinie nachher verpustet mit dem Föhn,
wollt ihr ja die Wellen noch richtig sichtbar haben. Deswegen rühre ich mir das wirklich kräftig weiß an, damit das Ganze, wie gesagt, auch nachher quasi im Meer, wenn ich es verpuste, auch noch schön weiß bleibt. So, und einmal ein bisschen Weiß hier rein. Gucken wir uns das mal an, was das für eine Farbe gibt. Oh ja, das wird ein schönes, helles Türkis. Das ist super. Gut. Ihr könnt auch immer, so habe ich das gemacht, ich habe ja nicht alle Farbtöne da. Ich habe mir Grundfarben geholt, Blau, Gelb, Rot und habe dann zum Beispiel auch meine eigenen Farben daraus gemixt. So. Farben sind angemischt, das Weiß stelle ich erstmal beiseite und dann würde ich sagen, legen wir los. Was ich noch gemacht habe, ich habe das Brett von unten einmal mit ganz normalem Malerkrepp abgeklebt, dass wenn mir was runterläuft, das einfach diese Nasen am Holz gibt. So, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich das Farbenanmischen schon mal außerhalb der Kamera mache, um das Video kürzer zu kriegen. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, wie viel passte, welche Farben. Aus dem Grund habe ich gedacht, wir machen es zusammen. Ihr könnt ja vorspulen, wenn es doof ist. So, ich versuche jetzt hier diese Becherchen. Die sind zwar klasse, weil die so schön klein sind, aber die haben so wahnsinnig viele Einkerbungen. Was macht es ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen, um Farben rauszukratzen. Da sind glatte Becherchen natürlich besser. Aber gut, deswegen dauert das jetzt immer ein bisschen länger. Normal bin ich wesentlich schneller da drin. Aber ich möchte ja auch kein gutes Harz verschwenden. So, Teal Temptation. Haltet das Stäbchen, das sehe ich nämlich jetzt gerade, weg von freier Fläche. Es kann immer sein, dass man einen Tropfen runter tropft und habt ihr alles versaut. Ist mir nämlich auch schon passiert. So, auch das kratzen wir einmal so gut es geht aus. Wie gesagt, diese Becherchen sind praktisch für kleine Mengen, aber ein bisschen doof vom Auskratzen her. Und die helle Farbe. Und nur für euch jetzt einmal so, weil ich ja gesagt habe, ich teste jetzt wirklich, das erste Mal, dass ich dieses Harz benutze. 14.08 Uhr habe ich angerührt, wir haben jetzt schon 14.18 Uhr. Also ihr seht, wie schnell 10 Minuten umgehen mit Rühren, Farben anmischen und. Sind schon 10 Minuten weg. So, das klar stelle ich auch mal gerade beiseite. Nehme ich mein Stäbchen, nehme ich die Finger. Ich bin ja eigentlich eher so der Typ, ich nehme immer gern die Finger. Eigentlich. Dieses Aquamarin ist echt ein schönes Blau, das muss ich echt sagen, das mag ich sehr gerne. Wisst ihr was, ich nehme die Finger, sonst wird das ein Ewig-Video, bis ich das mit dem Stäbchen alles verteilt habe. Sitzen wir hier in 2 Stunden noch. So, ich gehe auch die Seiten ein bisschen runter. Ich werde nachher sowieso durch den Föhn ein bisschen was nach hinten pusten. Sehr praktisch, wenn man die Kamera da hat, dann kann ich mich direkt gucken, ob ich auch alles treffe. So, habe ich alles. Jetzt muss ich einmal gerade dahinter gucken. Ich habe nämlich noch nicht alles hier getroffen.
Legt euch bei sowas immer ein Tuch bereit, dass ihr eure Finger einmal wieder sauber wischen könnt, weil es ist natürlich schon ein bisschen Matscherei. Das ist ganz klar. Aber ich mache es ehrlich gesagt lieber mit den Fingern. Ich komme damit besser klar, als wenn ich da mit irgendeinem Spatel oder so rumhantiere. Da bin ich noch nie gut drin gewesen. So, dann verblenden wir die Farben so ein bisschen. So. So, einmal Finger sauber wischen und dann geht es auch schon weiter zu der Welle. Ich muss mal gerade kurz ein sauberes Tuch holen. Ich habe immer so eine Box mit Babyfeuchttüchern ohne Öl und damit mache ich mir dann ganz gerne die Finger einmal sauber, bevor ich weiter rumhantiere. So, jetzt ziehe ich mir noch eine klare Linie hier lang. Die saugt sich quasi ans Harz schon ran. So, sogar noch ein bisschen klares über minimal. Gut, jetzt kommt der spannende Teil. Mein Weiß möchte ich wohl ganz gern noch einmal kurz durchrühren. Ich muss mir mein Stäbchen einmal sauber machen. Da steigen auch schön Bläschen hoch. Ich werde eine große Welle machen und nicht verschiedene kleinen. Kleine. So, um Gottes Willen. Das heißt, ich ziehe mir jetzt auch eine etwas dickere Linie. Ich stelle mich mal seitlich. Ich fange nämlich auch seitlich schon an zu gießen hier. Gut, gut. Jetzt kommt der Heißluftföhn und ich habe schon wieder was vergessen, nämlich den Aufsatz, den passenden. So, da ist er. Föhn einmal anmachen und dann darf der auch kurz einmal warm laufen. Einmal, der braucht immer so eine kleine Anlaufzeit. Einmal drüber, Bläschen entfernen. Jetzt wird er warm. So, bevor wir loslegen, ich habe gerade was gesehen. Wieder mal ein Flusen. So. So, einmal an der Seite noch ein bisschen entlang.
Nicht zu viel mit dem Bunsenbrenner drüber, dass das Harz nicht verbrennt. Und dann bessern wir hier die kleine Stelle noch aus. Da fehlt nämlich das Harz noch. Dann gucke ich gleich mal, ob ich damit zufrieden bin oder ob wir noch einmal drüber gehen. Fertig. So, das war's. Ich warte noch einen kleinen Moment. Diese kleinen Zellen, die sich jetzt entwickeln, das dauert immer noch ein kleines Minütchen. Und dann mache ich hier kurz sauber, ziehe meine Handschuhe aus und dann gibt es einen Close-up und ein bisschen einen Vergleich. So, hier kommt mein Close-up mit dem ganzen Chaos im Hintergrund. Ich muss dringend aufräumen, mein Tisch ist eine Vollkatastrophe. So, wir wollen ja den Close-up haben. Das ist jetzt der Close-up. Ich habe jetzt nichts weiter gemacht. Ich habe jetzt einfach ein bisschen gewartet. Wie gesagt, gerade ein bisschen sauber gemacht, Handschuhe ausgezogen. Es bilden sich hier wirklich schöne Zellen. Ich habe im Vergleich mal mein allererstes Strandbild hier für euch. Wobei ich natürlich hier sagen muss, ich war total ungeübt. Auch ich kriege mittlerweile mit anderen ein paar Zellen hin. So sah mein erstes Strandbild aus. Und was das Mastercast in Kombination mit dem Resi Tint Titanium White gibt tatsächlich etwas andere Effekte als von Dippon die Ocean Wave White Paste. Bei dem Mastercast, also zumindest bei dem Resi Tint Titanium White, bekommt ihr wirklich mehr diese einzelnen Zellen hier, diese Löcher nenne ich sie mal, während das Ocean Wave White, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Auch da kriege ich ein paar Zellen hin, allerdings ein paar kleinere und es macht mehr so einen Wassereffekt. Ich schwenke mal gerade rüber, das seht ihr hier so ein bisschen. Also hier habe ich zum Beispiel einen ganz tollen Effekt hingekriegt an dieser Strandlinie und auch hier diese sich brechende Welle nach oben. Das gibt einfach andere Effekte. Wer diese Zellen haben möchte, da ist das Titanium White super. Zu dem Mastercast, ich werde das gleiche Bild, zumindest versuche ich es, mal ausprobieren mit dem Honey Resin und den Farben. Dann kann ich noch einen besseren Direktvergleich ziehen. Ich persönlich finde, dass sich das Mastercast sehr, sehr schön verarbeiten lässt. Bin aber trotzdem der Meinung, es ist kein richtiges Anfängerharz. Also wir haben jetzt 14.36 Uhr, 14.08 Uhr habe ich gerührt. Also meine 30 Minuten Bearbeitungszeit sind rum. Wer noch ganz ungeübt ist mit Harz, sollte sich ein Harz nehmen, was eine etwas längere Bearbeitungszeit hat als 30 Minuten. Nichtsdestotrotz, das Ergebnis ist super. Die Farben lassen sich ganz toll mischen. Ich sehe nur wieder in der Ecke da hinten ist ein Haar. Das muss ich gleich noch rauspulen. Ich bin total begeistert von dem Ergebnis. Ich werde das Mastercast mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle auch nochmal nutzen werden. Muss ich sagen, ist wirklich schön. Ich sehe nur gerade, dass ich meine Linie sehr gerade gemacht habe, was für einen Strand natürlich ein bisschen blöd ist. Ich hätte mal einen Bogen machen sollen. Aber gut, erster Versuch. Das also dazu. Ich bin ganz begeistert. Liebe Stefanie, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Das Mastercast hat mich wirklich überzeugt, muss ich sagen. Ist ein ganz tolles Harz für alle, die gerne Kunst damit machen wollen. Also nicht Untersetzer gießen oder so, sondern wirklich künstlerische Sachen machen wollen, die auch schon ein bisschen geübter sind und diese 30 Minuten oder 40 Minuten damit gut auskommen, ist das natürlich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Das muss ich wirklich sagen. Und die Farben sind echt schön. Die sind, diese Steel Temptation, hier sieht das alles im Keller sehr blau aus. In der Kamera ist sowieso Türkis unheimlich schwer einzufangen.
Ihr seht die Schattierung dunkel und hell. Das ist wirklich dieses Blau und daneben ist dieses dunkle Türkis, was dann in dieses Helle übergeht. Und dieses Weiß hat einen sehr, sehr schönen Lacing-Effekt ergeben. Also diese Lage, die sich über das Blau sozusagen schiebt. Ich bin zufrieden und ich finde meinen ersten Versuch, ich mache mal das ganze Brettchen, echt schön. Und ihr seht, da ist noch eine Menge Arbeitsfläche, auf der man jetzt was noch machen kann. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder ein Abo oder wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne unter diesem Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!